Ich führe heute ein Telefongespräch mit Marco Kühne von Graswurzel TV. Hallo Marco. Was hast du mit der Braunkohle zu tun und was bedeutet Kohle für dich? Ich habe an der Uni Lüneburg Geografie studiert, Kulturgeografie, und meine Magisterarbeit zu dem Thema der bergbaubedingten Umsiedlung in der Lausitz geschrieben. Und das war auch mein erster Kontakt mit der Braunkohle in der Lausitz. Und zwar wollte ich der Frage auf den Grund gehen, warum es in manchen Orten Widerstand gegen geplante Umsiedlungen gibt und in anderen Orten nicht. Und in der Vorbereitung habe ich mich mit ganz vielen Menschen getroffen und habe versucht, vielleicht auch ein Widerstandsnetzwerk zu finden und aber auch Menschen zu treffen, die ja ihre Umsiedlung zugestimmt haben, weil sie aus verschiedenen Gründen, vielleicht aus der Begründung, dass sie mit der Entschädigung einverstanden sind oder weil sie die Kohle als notwendig erachten oder die Braunkohlenverstromung als notwendig erachten, dass sie da gar keinen Grund sahen, sich dagegen zu stellen. Und während dieser Recherchen hat mich aber beeindruckt, wie stark die Menschen, die sich dagegen stellen, wie kampfesbereit die sind und wie stark ihr Wille ist, sich für ihr Zuhause und ihre Heimat und einen Stopp des weiteren Ausbaus der Braunkohlesparte in der Lausitz einzusetzen. Und da sind wir dann dran geblieben und haben als Videokollektiv, weil wir sind ja Journalisten, die Videos zu politisch relevanten Themen machen, haben wir als Videokollektiv das Thema aufgegriffen und eine Website aufgesetzt, die genau das macht, nämlich Interviews mit Betroffenen aus der Braunkohlenindustrie zu Wort kommen zu lassen, um ihre Positionen darzustellen. Also sprich, wir haben mit Menschen gesprochen, deren Haus Risse hat. Wir haben mit Menschen gesprochen, deren Zuhause durch die Kohle bedroht ist. Und wir haben mit Menschen gesprochen, die vielleicht einfach nicht mehr in dem See baden können, weil der Wasser verliert durch den Grundwasserentzug. Also wir haben versucht, die verschiedenen Problemfelder der Braunkohle anhand von Einzelinterviews darzustellen. Und das war so der Bezug, den wir in den letzten Jahren dazu hatten. Und jetzt gerade arbeiten wir aktuell an einem Dokumentarfilm zum Thema Braunkohle in der Lausitz. Der heißt Auf der Kippe. Und dieser Dokumentarfilm wird noch in diesem Frühjahr oder sagen wir Frühsommer erscheinen und sich genau mit dem Thema der Folgen der Braunkohlenverstromung in der Lausitz auseinandersetzen. Zum einen die sozialen Folgen, aber eben auch die ökologischen Folgen. Und für uns ist das ein relevantes Thema, weil wir überzeugt sind, dass die Braunkohle eine Energieform ist, die einfach nicht mehr aktuell ist und dass weiter auf Braunkohle zu setzen, unserer Meinung nach einfach der falsche Schritt ist. Wir wollen alle in einem gesunden Klima auch in den nächsten Jahrzehnten noch leben. Und da ist einfach die Verstärkung der Braunkohlenverstromung eindeutig der falsche Weg. Dafür gibt es viel zu viele Alternativen. Und was sind für dich oder für euch positive und auch negative Aspekte an der Braunkohle? Sicherlich war das so, dass ich muss jetzt auch sagen, ich habe mich intensiv mit der Braunkohle in der Lausitz beschäftigt und würde deswegen auch nur von Erfahrungen aus der Lausitz sprechen können. Und sicherlich war das so, dass die Braunkohle in der DDR ein, ich sag mal, absolut notwendiger Energieträger war. Es war der Energieträger, damit wurde Wärme und Strom erzeugt, damit haben die Menschen gelebt und es war auch sicherlich kulturstiftend und kulturschaffend. So, ich meine, die Kultur der Bergleute, das ist halt was ganz Besonderes auch so. Und das merkt man auch heute noch, wenn man in der Lausitz ist. Das kann nicht ignoriert werden. Nichtsdestotrotz ist aus meiner Warte die Braunkohle ein überholter Energieträger. CO2-Emissionen sind nur einer der Punkte. Ich meine, selbst die große Politik hat mittlerweile erkannt, dass wir so nicht weitermachen können wie bisher, dass ein weiterer Ausbau der Braunkohlensparte und weitere Verstromung einfach auch dem Klimazielen der Bundesrepublik entgegensteht. Und
Wir sehen ja jetzt schon, dass es Bemühungen gibt der Politik, die weitere Braunkohlenverstromung einzugrenzen. Denn der erhöhte CO2-Ausstoß, der betrifft ja nicht nur uns, sondern der betrifft ja die ganze Welt am Ende mit den Folgen durch Klimawandel etc. Und deswegen fällt es mir sehr schwer zu sagen, ich sehe an der Braunkohle gerade keine positiven Aspekte. Natürlich leben noch Menschen von der Braunkohle. Das ist sicherlich nicht zu vernachlässigen. Aber die negativen Aspekte überwiegen meiner Meinung nach doch so stark, dass man jetzt wirklich aktiv den Umbau in der Energiewirtschaft, aber eben auch in der Arbeitsplatzsituation in der Lausitz vorantreiben muss. Es muss ein echter Strukturwandel geschaffen werden, der dazu führt, dass die Menschen, die heute noch von der Braunkohlenindustrie leben und in der Braunkohlenindustrie arbeiten, dass die in 20 Jahren meinetwegen alternative Arbeitsplätze haben. Sie sollen nicht auf der Straße sitzen, aber sie müssen alternative Betätigungsfelder bekommen. Und die erneuerbaren Energien, der erneuerbare Energienbereich verspricht ja auf jeden Fall genügend Arbeitsplätze. Denn im Vergleich dazu sind die in der ganzen Bundesrepublik beschäftigten Menschen in der Braunkohle doch verschwindend gering, wenn man dem gegenüberstellt, wie viele Menschen mittlerweile in der Branche der Erneuerbaren beschäftigt sind. Das ist auch schon eine meiner nächsten Fragen. Welche Alternativen siehst du zur Braunkohle in der Lausitz? Du hast gerade schon die erneuerbaren Energien angesprochen. Ja, wo kommt unsere Energie eigentlich her? Wenn wir uns das angucken, sehen wir, dass 2014 erstmals mehr Energie durch Erneuerbare produziert wurde als durch die Braunkohle. Und das ist ein deutliches Zeichen. Die Braunkohle nimmt an der Bedeutung ab und erneuerbare Energien, Solar, Wind, sicherlich auch Biogas, nehmen an Bedeutung zu. Wenn wir diesen Wandel schaffen wollen, hin zu 100% Erneuerbare, müssen wir bereit sein, die Braunkohle zurückzufahren. Weitere Tagebau aufzuschließen sind der falsche Weg. Wenn immer weniger Braunkohle verstromt wird, reichen die Vorkommen, die jetzt schon erschlossen sind oder sagen wir auch genehmigt sind oder wo die Tagebaue schon aufgeschlossen sind, reichen die ja noch bis weit in die 2030er Jahre oder sagen wir nicht weit in die 2030er, aber bis in die 2030er Jahre hinein. Vorausgesetzt, dass das Verhältnis Erneuerbare und Braunkohle sich weiter entfernt, also mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Braunkohle produziert wird. Und ich glaube, man kann gar keine andere Alternative sehen, denn zum einen ist die Braunkohle endlich und zum anderen ist sie halt einfach ist sie einfach klimaschädlich. Und da ist es halt wichtig, diesen Wandel zu schaffen, hin zu Erneuerbaren. Also sind die Erneuerbaren auch eine Alternative im wirtschaftlichen Sinne für die Lausitz? Ich meine, ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, das muss ich auch sagen, aber im Rahmen unserer Recherchen und auch Interviews, die wir geführt haben, wird ganz klar, natürlich sind sie eine Alternative, nicht nur im Bereich der Energieerzeugung, sondern auch im Bereich der Arbeitsplätze. Also die Erneuerbaren schaffen bundesweit mehr Arbeitsplätze oder haben in den letzten Jahrzehnten mehr Arbeitsplätze geschaffen, als die Braunkohle zur Verfügung hält. Und deswegen bin ich überzeugt, dass man davon ausgehen kann, dass wenn der Wandel ernst gemeint wird und es wirklich vorangetrieben wird, dass dann auch in Zukunft mehr Menschen in der Lausitz in dem Bereich der erneuerbaren Energien Arbeit finden als heute in der Braunkohle. Also klares Ja, ich bin fest überzeugt, dass die Erneuerbaren auch eine wirtschaftliche Alternative darstellen. Und was denkst du, was passiert, wenn die Kohle jetzt wegfällt? Die Kohle wird ja nicht jetzt wegfallen. Also die wird ja nicht von heute auf morgen einfach wegfallen. Also es gibt ja, klar gibt es verschiedene Meinungen und verschiedene Ansätze. Es gibt Menschen, die sagen, ab heute muss die
oder ab morgen muss die Braunkohlenindustrie zumachen. Und es gibt aber auch Menschen, und das halte ich für das realistischere Szenario. Zum Beispiel Greenpeace hat da ja dazu auch einen ganz klaren, nachvollziehbaren, schrittweisen Plan veröffentlicht, wo man sagt, okay, es gibt einfach Tagebaue, die sind genehmigt, die sind aufgeschlossen. Und wenn man die auslaufen lässt, wenn die zu Ende geführt werden, würde das noch bis 2020 reichen. Und bis dahin würde die Gelegenheit bestehen, ja, über Gaskraft und Erneuerbare den Strukturwandel zu schaffen. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Kohle heute wegfällt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer sagen wird, ab sofort gibt es keine Braunkohle mehr. Also das halte ich für ein nicht realistisches Szenario. Was ist denn für dich der nächste Schritt in der Braunkohlewirtschaft in der Lausitz? Na, der nächste Schritt für die Braunkohlewirtschaft in der Lausitz ist meiner Meinung nach das Erkennen, dass es so nicht weitergeht. Also die anstatt dauerhaft daran festzuhalten und zu argumentieren, warum wir weiter Braunkohleverstromung und Braunkohlenförderung mit all seinen negativen Auswirkungen brauchen, sollte doch in der Braunkohlenwirtschaft dieser ja gedankliche Wandel auch einsetzen, um zu erkennen, es gibt Alternativen. Und die Bereitschaft muss halt entwickelt werden, diese Alternativen auch proaktiv umzusetzen. Denn das, was die Menschen in der Lausitz zu erleiden haben und darüber hinaus das, was die Menschen auf der Welt zu erleiden haben, die unter dem Klimawandel leiden, das kann man ja nicht ignorieren. Und das kann auch die Braunkohlewirtschaft meiner Meinung nach nicht ignorieren. Und das kann auch die Landesregierung in Brandenburg und Sachsen nicht ignorieren. Es ist total wichtig, dass hier die Erkenntnis reift, dass eine Veränderung einsetzen muss. Und dann sind die nächsten Schritte, passieren die meiner Meinung nach ganz von allein. Denn die Braunkohlenwirtschaft, oder nennen wir sie heute noch Braunkohlenwirtschaft, vielleicht heißt sie in Zukunft erneuerbaren Wirtschaft, die wollen natürlich Geld verdienen. Und es ist sehr bequem, unter den heutigen Maßgaben mit der Braunkohle Geld zu verdienen. Wenn aber realistische Kosten dem gegenübergestellt werden, nämlich Abgaben für klimaschädliche Kraftwerke oder Abgaben für das Heben von Grundwasser und Kohle, plötzlich ist die Braunkohle nicht mehr rentabel. Und dann wird auch die Wirtschaft erkennen, wir müssen hin zu Alternativen. Und das ist für mich der nächste Schritt.